Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Volumen. Aber Volumen ist ja, wird immer wieder gesagt, dass es einer der wichtigsten Faktoren beim Muskelaufbau ist. Und ist denn wirklich so? Wir schauen uns heute mal einen kleinen Auszug aus Practical Programming von Mark Riptor. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute geht es um das Thema Volumen. Volumen ist wird immer wieder nachgesagt, dass es eigentlich einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Faktor beim Thema Muskelaufbau ist. Wir schauen uns heute das mal genau an, beleuchten dann auch eine Studie dazu, ob dem wirklich so ist, ob das Volumen wirklich so essentiell wichtig ist für Muskelaufbau, für Kraftaufbau. Und fangen wir einfach mal an. Ich habe euch hier wieder mal, wie ihr es von mir gewohnt seid, in meinen besten künstlerischen Fähigkeiten hier eine Dingsdee aufgezeichnet. Und zwar haben wir hier die Kraft-Leistungskurve und das maximal erreichbare Potenzial. Ja, die Kraft-Leistungskurve gibt im Prinzip an, wie genetisch bedingt, wie stark du werden kannst und wie viel Muskeln du aufbauen kannst. Ja, denn Kraft, wie wir wissen, hängt ja sehr, sehr zum Großteil davon ab, wie viele Muskeln du hast. Je mehr Muskeln du hast, umso mehr bist du dazu in der Lage, höheres Gewicht zu bewegen. Ja, wir sehen hier am Anfang, hier haben wir unten die Trainingszeit in Jahren angegeben. Ja, wir sehen vor allem als Anfänger, sehr, sehr steile Kraftentwicklung, sehr, sehr steile Kurve. Ja, da können wir am Anfang als Anfänger können wir sehr, sehr schnell das Gewicht steigern. Wir werden sehr, sehr schnell stärker. Und dann, wenn wir dann mal 4-5 Jahre trainiert haben, dann nähert sich das zwar immer dem Maximum an, aber es geht nicht wirklich mehr was voran. Also nur noch in minimalen Schritten. Dann schauen wir uns gleich mal die nächste Kurve an, und zwar die Adaptionskurve. Ja, die verläuft genau spiegelverkehrt zu der Kraft-Leistungskurve. Ich hoffe, ich kann es jetzt so genau einzeichnen. Also haben wir hier die Adaptionskurve, also das heißt die Anpassungskurve. Die besagt eigentlich, wie schnell du dich anpassen kannst, wie schnell der Körper sich an die Belastung gewöhnt, wie schnell du quasi auch wieder steigern kannst. Ja, vor allem am Anfang, als Trainingsanfänger, ist es sehr, 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 sehr hohe Adaptionskurve, da das Gewicht noch nicht so hoch ist. Der Körper kann sich sehr, sehr schnell an die Belastung gewöhnen, er kann sich sehr, sehr schnell steigern. Du kannst einfach am Anfang sehr, sehr schnell das Gewicht steigern. Du kannst zum Beispiel bei der Kniebeuge jedes Training, jede Einheit zwischen 2,5 und 5 Kilo steigern. Das ist ein enormer Wert. Das heißt, du kannst binnen eines Jahres dich um 100 Kilo bei der Kniebeuge steigern. Also natürlich extrem, extrem viel. Dann, wie wir sehen, mehr Trainingserfahrung flacht das immer mehr ab. Und das hat den Grund, dass einfach die Gewichte immer höher werden. Das Volumen steigt auch dann, weil du dann einfach irgendwann, wenn du an einem Punkt bist, wo du stagnierst, das Volumen hinzufügen musst, um mehr, um wieder die Stagnation zu überwinden. Jetzt schauen wir uns die dritte Kurve an. Brauchen wir eine Farbe. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Und zwar ist das... die Trainingskomplexität. Ich kürze einfach mal ab mit Trainings-K. Ja, das heißt, am Anfang, wie gesagt, ist das Training nicht sehr komplex. Du hast vielleicht ein paar Übungen, 4-5 Übungen, 3-4-5 Übungen, das hauptsächlich aus Grundübungen besteht. Du machst vielleicht 3x6 Sätze, mal 6 Wiederholungen. Ja, du musst nicht wirklich periodisieren. Das heißt, du musst da nicht wirklich abwechseln im Wiederholungsbereich. Du schaust einfach, dass du deine lineare Progression so lange wie möglich ausnutzen kannst. Ja, und mit zunehmender Trainingsdauer oder Trainingserfahrung musst du schauen, dass du dir etwas anderes einfallen lässt. Ja, du musst immer wieder neue Wege finden, um wieder dich auf ein neues Level zu heben, und dadurch brauchst du einfach auch eine höhere
schwieriges Wort, komplexes Wort würde ich sagen, eine höhere Trainingskomplexität, um einfach, ja, um dem Ganzen gerecht zu werden. Um dich quasi, je weiter du nach oben willst, umso komplizierter wird das Training, umso komplexer wird das Training. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal eine Studie an, die besagt hat, die das Volumen und das, fuck. Jetzt schauen wir uns einfach mal eine Studie an, die das Volumen genau untersucht hat, vor allem in Bezug auf Stagnation, in Bezug auf Kraftsteigerungen. Ich wisch das mal schnell ab. Ich habe jetzt hier schon mal alles aufgeschrieben. Wir betrachten heute die Studie von Robbins. Ja, der hat die Kniebeugeleistung untersucht und sie ja, untersucht einfach, um wie viel dass sie besser wird, wenn man mehr Volumen hinzufügt. Ja, er hat das Ganze in drei Gruppen unterteilt. Gruppe 1 hatte nur einen Satz zu machen, Gruppe 2 nur 4 Sätze und Gruppe 3 8 Sätze. Dabei muss man sagen, dass sich es hierbei um allesamt fortgeschrittene Athleten gehandelt hat. Also die haben alle zwischen 5 und 8 Jahre schon Trainingserfahrung gehabt. Und ja, jetzt stellen wir erstmal ganz kurz fest, dass wir alle auf dem gleichen Level sind. Was ist eigentlich das Volumen? Ich habe es euch hier schon mal aufgeschrieben. Das Volumen ist die Anzahl der Sätze mal das Gewicht mal die Wiederholungen. Das heißt, wenn wir jetzt hier 100 Kilo haben, wenn wir jetzt hier 3 Sätze haben, mal 100 Kilo mal 5 Wiederholungen, dann haben wir hier insgesamt ein Volumen von 1500 Kilo. Genau, also das einfach nur mal kurz, um das festzuhalten. Schauen wir uns die Studie nochmal an. Das Ganze ist über ein paar Wochen gegangen und über 10 Wochen ist es gegangen, genau. Und man hat dann am Ende festgestellt, die Gruppe 1, die nur einen Satz Kniebeuge gemacht hat, hat immerhin 16 Kilo, um 16 Kilo ihre Kniebeugeleistung steigern können. Die Gruppe 2 hat mit ihren 4 Sätzen 23 Kilo rausholen können nach 10 Wochen, auch schon betrachtlich. Und die Gruppe 3 mit 8 Sätzen 32 Kilo. Ja, was sagt uns das? Dass man ab einem gewissen Level, wenn man fortgeschritten ist, dass man da einfach mit mehr Volumen auch mehr rausholen kann. Ja, das bringt dir dann insgesamt mehr Muskelwachstum und mehr Muskelwachstum ist ja wie immer mehr Kraft eigentlich. Stellen wir uns jetzt noch kurz die Frage, gibt es eigentlich zu viel Volumen? Also kann ich beliebig viel Volumen in mein Training hinzufügen? Nein, das geht nicht. Es gibt ja das sogenannte MRV, das Maximum Recoverable, kann es gar nicht aussprechen. Also das maximale Erholungsvolumen sozusagen. Und ja, wenn du über das drüber bist, dann bringt dir mehr Volumen einfach nichts, dann bringt dir mehr Volumen eigentlich sogar eine Leistungsminderung. Also nicht immer, wie im Leben, nicht immer ist es so, dass mehr auch mehr bringt. Man muss einfach da ein gesundes Mittelmaß finden und das ist für jeden individuell. Du musst einfach nur den perfekten Zeitpunkt finden, um mehr Volumen hinzuzufügen. Das ist zum Beispiel beim Übergang von Anfänger zu Fortgeschrittener. Ja, als Anfänger brauchst du relativ wenig Volumen. Und wenn du dann quasi, ja, wenn du dich steigerst, wenn du dann deine Kraftwerte steigen, wenn du dann schon im Bereich des Fortgeschrittenen kommst, dann ist es sinnvoll, Volumen hinzuzufügen, um einfach die Stagnation zu überwinden. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast alles so verstanden, wie ich es erklärt habe. Wenn nicht, schreib es mal in die Kommentare. Wenn du es verstanden hast, schreib es trotzdem in die Kommentare. Würde mich natürlich über jeden Kommentar freuen. Wie findest du eigentlich das neue Format so mit dem Whiteboard? Ich muss sagen, es ist viel, viel einfacher, etwas zu erklären, wenn man es wirklich vor sich hat. Wenn man einfach immer wieder daran erinnert wird, genau, jetzt ist der Punkt, der Punkt, der Punkt. Dann wird es viel, viel besser, meiner Meinung nach. Wie findest du es? Schreib es mal in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich werde die ganzen Studien auch immer unten verlinken in der Infobox. Und ja, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere mich, teile das Video mit deinen Freunden. Vielleicht hast du ja irgendwelche Trainingsanfänger in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis, denen das Video vielleicht sehr, sehr weiterhelfen kann.
Wir wollen ja alle nur das Beste für uns. Ja? Wir wollen alle mehr Muskeln, mehr Kraft. Wir wollen uns einfach steigern. Ja? Wir wollen ja, das leisten. Es ist einfach cool, wenn man sich. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man sich immer steigern kann. Wenn man statt. Wenn man das erste Mal die 100 Kilo drückt. Das ist ein unglaublich geiles Gefühl auf jeden Fall. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch nichts mehr zu sagen, außer viel Spaß.